Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ich habe das Jahreshoroskop diesmal in zwei Teile aufgeteilt und in diesem ersten Teil werde ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen eingehen. Es ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. Und in Teil 2 des Jahreshoroskops schauen wir uns die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres mit den Liebesplaneten genauer an. Teil 2 kommt noch bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald die Videos online sind. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier oben im Bild. In meiner Verlosung habe ich diesmal ein besonderes Geschenk für euch, nämlich ein komplettes Jahreshoroskop, ein 45-Minuten-Gespräch mit mir und einen Mitschnitt davon. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. 2018 profitiert ihr von dem wunderbaren Romantikaspekt zwischen Glücksplanet Jupiter und Romantikplaneten Neptun. Dieser Aspekt verspricht Wachstum für euch, sowohl beruflich als auch in der Liebe. Und diese schöne Energie wird euch auch dabei helfen, die Herausforderungen, die von Saturn, Pluto und in der ersten Jahreshälfte auch von Lilith angezeigt werden, zu meistern. Außerdem geht Unruhestifter Uranus ab Mai allmählich aus der Spannung für die dritte Dekade Krebs heraus, sodass an der Front mehr Ruhe eintritt. Und ab November wird der Mondknoten ins Zeichen Krebs gehen und damit beginnt eine Phase des Aufschwungs für euch. Es wird also ein Jahr mit ganz tollen romantischen Momenten und das, obwohl ihr beruflich sehr viel zu tun habt, vielleicht sogar einen Höhepunkt eures Schaffens erlebt. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen im Einzelnen an. So sieht euer Erlebnishintergrund für das Jahr 2018 aus. Fangen wir mit den guten Nachrichten an. Es liegt für euch viel Romantik und Liebesglück in der Luft und auch viel Freude mit der Familie, in eurer Partnerschaft oder mit euren Kindern und Enkelkindern. Und wenn ihr viel Liebe und Romantik in eurem Leben zulasst, meistert ihr die Herausforderungen des neuen Jahres am besten, denn beruflich kommt einiges auf euch zu. Aber im liebevollen Kontakt mit anderen Menschen ladet ihr eure Batterien wieder auf und könnt Großes leisten. Jupiter steht ja für euch im fünften Sonnenhaus der Lebensfreude und der Kinder. Und falls ihr einen Kinderwunsch habt, kann sich dieser erfüllen. Wenn ihr schon Kinder habt, werden sie euch viel Freude machen. Wenn ihr Single seid, könnt ihr euch Hals über Kopf verlieben und eine wunderschöne Romanze anfangen. Auch sexuell ist das Jahr sehr vielversprechend. Ihr könnt euch für neue Dimensionen der Liebe öffnen. Auch für kreative Krebsgeborene ist es ein fantastisches Jahr. Nehmt euch Zeit für eure Hobbys oder genießt kulturelle Highlights und besucht Kunstausstellungen und Konzerte. Das wird euch ungeheuer inspirieren. Bis zum 8. November empfangen den Aspekt von Jupiter am direktesten die Geburtstagskinder vom 2. bis zum 16. Juli. Und diejenigen, die zwischen dem 6. und dem 10. Juli geboren sind, empfangen gleichzeitig auch den Aspekt von Romantikplaneten Neptun. Und für alle, die von Jupiter und Neptun beglückt werden, ist es wahrscheinlichsten, dass sie 2018 auf Wolke 7 schweben werden. Aber auch die anderen Krebsgeborenen werden in den Genuss dieser schönen Energie kommen, weil der Mond, euer Herrscher, jeden Monat die Energie im gesamten Zeichen Krebs verteilt. Mehr darüber erfahrt ihr dann jeweils von mir in den Monatshoroskopen. Jetzt komme ich zu den Herausforderungen, die auf euch warten. Ihr habt ja nun Saturn im Partnerhaus und nicht nur den. Pluto und Lilith stehen auch noch dabei. Aber Saturn wird 2018 erstmal die erste Dekade durchlaufen. Und er kann durchaus neue Begegnungen und Beziehungen bringen, vor allem mit Menschen, die einen saturnischen Charakter haben. Lehrerfiguren, Autoritäten, Partner, die deutlich älter sind als ihr. Es kann gut sein, dass ihr eine große Anziehungskraft zu so jemandem verspürt. Aber das kann eben mit Hindernissen verbunden sein. Und da braucht ihr Geduld. Vielleicht, weil ihr oder die andere Person kaum Zeit hat, in die Partnerschaft zu investieren. Oder ihr steckt noch in einer Beziehung, die ihr nicht so recht zu Ende gebracht habt. 2018 wird es für so manchen Krebsgeborenen nötig werden, eine Beziehung zu beenden, um frei für etwas Neues zu sein. Die Faustregel lautet, Saturn trennt, was nicht mehr zusammengehört, aber er bindet auch das, was zusammengehört.
Wenn sich also eine neue Beziehung anbahnt und trotz anfänglicher Schwierigkeiten gut entwickelt, dann hat sie wahrscheinlich langfristig ein großes Potenzial. Saturn steht auch allgemein für ältere Personen. Falls ihr einen deutlich älteren Partner habt oder auch alte Eltern, kann es auch sein, dass jemand hilfsbedürftig oder pflegebedürftig wird. Aber die meisten Krebse sehen ja den Sinn darin, sich um ihre Lieben zu kümmern. Insofern werdet ihr dabei mit dem Herzen dabei sein, auch wenn ein solcher Dienst eure persönliche Freiheit einschränkt. Vom Aspekt her, also von der Opposition her, zeigt Saturn, dass viele Krebse sich auf einem Höhepunkt ihres Schaffens oder ihrer Karriere befinden und viel öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung ernten. Diese Zeit ist meistens auch mit großen Anstrengungen verbunden. Da ist es dann sehr wichtig, dass eure Familie euch unterstützt. Ihr dürft dann kein schlechtes Gewissen haben, auch die anderen mal zu bitten, für euch da zu sein. Den genauen Aspekt empfangt ihr 2018, wenn ihr zwischen dem 21. Juni und dem 1. Juli Geburtstag habt. Schaut euch doch bitte auch auf jeden Fall nochmal das große Saturn-Special über Saturn im Steinbock an. Es heißt, die Kunst zu manifestieren. Nun ist ja Saturn nicht der einzige, der in eurem Partnerhaus steht. Auch Pluto und Lilith sind mit dabei. Und was Pluto betrifft, kann dieser eine Partnerschaftskrise bringen, vielleicht sogar einen schweren Verlust. Das kann man nicht verschweigen. Er kann euch aber auch einen interessanten, charismatischen Partner bringen, der euer ganzes Leben auf den Kopf stellt. Pluto wirkt lebensverändernd. Er transformiert euch bis in eure tiefsten Tiefen und konfrontiert euch dabei auch mit euren Schattenseiten. Und das wird wahrscheinlich durch Menschen passieren, denen ihr begegnet. Deswegen müsst ihr euch schützen, indem ihr euer Herz nicht leichtfertig verschenkt. Und das wird streckenweise gar nicht so einfach sein, denn Neptun und Jupiter, die stimmen euch ja sehr romantisch und ihr wollt euer Herz gerne öffnen. Für euch ist es auch ganz essentiell, dass ihr bei neuen Begegnungen die 90-Tage-Regel beachtet. Lasst euch bitte erst nach Ablauf von 3 Monaten tiefer auf jemanden ein, in den ihr verliebt seid, und versucht, die Person in dieser Zeit schon so gut wie möglich kennenzulernen und auch ein bisschen über die Hintergründe herauszufinden. Wenn ihr merkt, dass jemand die Kraft hat, euch und euer Leben zum Guten hin zu verändern, dann habt ihr das große Los gezogen. Den direkten Aspekt von Pluto auf ihre Sonne empfangen 2018 die Geborenen vom 10. bis 14. Juli. Und für die ist es auch wichtig zu wissen, dass sie beruflich in Machtkämpfe verwickelt werden könnten oder vielleicht im Zusammenhang mit ihrem Job auf jemanden treffen, der ganz verrückt nach ihnen ist, was aber für die Karriere fatale Folgen haben könnte. Falls ihr eine solche Situation spürt und einfach verdrängt, riskiert ihr möglicherweise, dass die Person sich ärgert und sich an euch rächen will. Allerdings habt ihr streckenweise auch gleichzeitig Jupiter, also Förderer und Unterstützer, auf eurer Seite. Deswegen, solltet ihr in eine schwierige Situation geraten, bittet diese Personen um Hilfe. Dann haben wir noch die Lilith, die ebenfalls im Steinbock steht und bis zum Sommer für partnerschaftliche Aufregung sorgen kann. Wenn ihr zum Beispiel in der Liebe in eine Dreieckssituation hineingeraten seid, kann Lilith dafür sorgen, dass die Sache auffliegt. Sei es, dass ihr selbst die Beteiligten damit konfrontiert oder sei es, dass ihr euch unbewusst so verhaltet, dass die Sache auffliegen muss. Wenn ihr 2018 also eine geheime Liebessituation habt, müsst ihr darauf achten, dass sie auch geheim bleibt, wenn ihr nicht wollt, dass es herauskommt. Der Lilith-Aspekt wird 2018 exakt für die Geburtstagskinder vom 28. Juni bis 22. Juli. Das ist übrigens auch für Krebs-Aszendenten äußerst wichtig. Zu Lilith im Steinbock gibt es ein Video-Special von mir. Es heißt, gehe deinen eigenen Weg. Vielleicht schaut ihr euch das nochmal an. Ab dem 6. August geht die Lilith dann ins Zeichen Wassermann und damit aus der direkten Opposition zu Krebszeichen heraus. Dann ist die Gefahr sozusagen erstmal gebannt. Es sei denn, ihr habt einen Löwe-Aszendenten. Bei Fragen solltet ihr mich auf jeden Fall konsultieren oder an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Kommen wir jetzt noch zum Unruhestifter Uranus. Er wird noch bis Mai in einem herausfordernden Aspekt für die Krebse stehen, und zwar hier in eurem 10. Haus. Und dann noch einmal ab November und bis zum März 2019. Das bedeutet, wenn ihr zwischen dem 18. und dem 22. Juli Geburtstag habt, besteht eine Gefahr der Trennung, vor allem wenn die Beziehung schon in Schräglage ist. Uranus fordert zur Erneuerung auf. Und wenn ihr dann beide bereit seid, an einem neuen Wir zu arbeiten, vielleicht durch eine Paartherapie, kann das funktionieren. Wenn nicht, dann ist es vielleicht Zeit, diese Beziehung zu beenden und euch neu zu erfinden.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Ab dem 6. November geht der Mondknoten hier aus dem Löwen ins Zeichen Krebs. Und die Energie eures Zeichens mit seiner fürsorglichen, nährenden und familienbildenden Kraft wird dann für die nächsten 1,5 Jahre hoch im Kurs stehen. Man wird den schüchternen Krebsen sozusagen einen roten Teppich ausrollen und ihre Fans werden ihnen zujubeln. Das ist eine sehr schöne Zeit für euch, denn ihr werdet euch sicherer fühlen, weil ihr so viel Zuspruch bekommt. Das ist ja das Grundproblem der Krebse, diese Unsicherheit, ob sie auch gemocht werden. Ich kenne das sehr gut, weil ich ja Krebsaszendent bin. Übrigens ist diese Konstellation auch für die Krebsaszendenten ganz wunderbar, denn wenn der Mondknoten über den Aszendenten läuft, erhöht sich signifikant die Chance, einen Seelenpartner zu treffen oder für Festliierte ein Kind oder Enkelkind zu bekommen. Das war euer Erlebnishintergrund 2018. Es wird ein starkes Jahr für euch, in dem ihr berufliche Höhepunkte erleben könnt und wundervolle Romantikchancen habt. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich 2 wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturn-Probleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturn-Transit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen, exklusiven Gruppe. Und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.